Hallo und willkommen zurück zu Sunkenland. So, wir müssen dringend etwas essen. Das wollen wir direkt mal tun. Ich hau mir mal einfach hier so einen Pudding rein. Warum denn nicht? Und noch einen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, guck mal hier, ich habe hier noch gebackene Bohnen. Gebackene Bohnen. Das kann auf jeden Fall da rein. Kann man hier irgendwie sagen, schmeiß alles in die Kiste, was schon drin ist? Gegenstände gleicher Art einfügen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Ressourcen, Ressourcen. So, jetzt machen wir mal das alles da rein. Achso, das ist ja hier Molotow, das ist ja irgendwas anderes, ne? Moderner Waffensatz. Verwenden. Ah ja, cool. Ne, wo war ich denn das hin? Machen wir mal mit hier. Ne, warte mal. Die hatte ich hier unten, ne? Pass auf, dann nehmen wir das raus. Das, das. Machen wir das da rein. Das da rein. Dann nehmen wir noch die Zigarre raus. Machen wir noch die Armbrustbolzen da rein. Waffen drin, dann machen wir hier die Machete bei. So, okay. Dann, ich weiß nicht, warum ich das nicht gesehen habe, aber im Baumenü, hier stehen doch die ganzen Metalldinger drin. Wieso habe ich die denn nicht gesehen beim letzten Mal? Also, es liegt wahrscheinlich an meinem Alter, ne? Ist sehr gut möglich. So, wir nehmen mal das da raus. So, wenn wir jetzt auf B gehen, guck mal, da können wir doch hier alles machen. So, dann können wir das hier wegreißen. Und das. Und das. So. Und dann machen wir uns mal hier... Ein bisschen Holz haben wir ja. Jetzt müssen wir nur mal gerade überlegen. Wir kommen hier hoch. Wir kommen hier hoch und gehen hier rein. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier mitmache. Der Ecke hier. Da wollten wir eigentlich zumachen, ne? Ne, das ist die falsche Wand. Wo ist denn die normale Wand aus Holz? 45 Grad. Wo ist denn die normale Holzwand? Ach so, muss ja, kann ich ja noch scrollern. Holzwand, so. Und hier machen wir dann, hier machen wir wieder ein Fenster hin, wa? So, jetzt haben wir natürlich kein Holz mehr. Dann gehen wir mal gerade zum Boot. Hui. Unterwasseranzuchttopf. Beschädigte Serrenschmiede. Was soll denn eine Serrenschmiede sein? So, da ist das Boot auch schon mal leer. Was ist eine Serrenschmiede? Das Ding sieht aus wie ein Schraubenschlüssel. So, den da kann man verwenden. Eine Struktur, die für den Anbau von bestimmten Unterwasserpflanzen, wie zum Beispiel bestimmten Algen, verwendet wird. Aha. Haben wir die jetzt hier irgendwo? Ist die jetzt hier irgendwo mit drin? Okay. So, noch mehr Deko haben wir nicht. Dann hatten wir hier so ein Spezialding. Hier so Meeresfrüchte-Dingsbums. Und das da.
Und was haben wir hier? Alkohol können wir hier reinmachen. Und das Ding machen wir mal hier mit rein. Wofür das auch immer da ist. So, dann nehme ich noch ein bisschen Holz raus. Die Kohle kann weg. Stoff kann weg. Der Gummi kann weg. So, ich habe mich auch schlau gemacht wegen der Bäume. Man kann wohl Baumsamen in Pflanzbeete setzen und dann werden da Bäume draus. Ich habe die halt abgeholzt, als es Büsche waren. Das war wahrscheinlich mein Fehler. So, dann machen wir den hier noch so und hier machen wir uns nochmal eine Tür rein. Und hier machen wir uns nochmal ein Fenster rein. Und hier machen wir uns nochmal eine Wand rein. So, damit wäre die Außenwand zumindest mal fertig. Dann brauchen wir noch eine Tür. Eine hier. Eine hier. Schön. Sehr gut. Ach, ich liebe das. Sehr schön. Dann können wir das hier noch wegreißen. So. Und jetzt können wir mal ausprobieren hier mit der Metallgedönse. Da gibt es auch Metall-Foundations, sehe ich hier gerade. So, was wir aber brauchen, ist ja Metallboden. Metallboden. So. Springt manchmal hin und her. So. Dann sagte man mir, man braucht nur jeden zweiten Pfeiler. Warte mal. Beenden. Den kann man dann wegmachen. Ich glaube, dann lasse ich die in der Mitte stehen und nehme den hier noch weg. So. Und dann Metallboden. So. Na, hier passt jetzt keiner hin, ne? Nee, Moment. Ich mach mal hier überall einen hin. Den machen wir nochmal weg. Kann ich jetzt die Metallböden hier setzen? Also hier ja. Aber hier jetzt nicht, ne? Okay, dann nehmen wir nochmal die. So, haben wir die überall. Dann machen wir mal hier einen hin und da einen hin. Und da und da. So, Metallboden. Ja, das sieht doch schon gut aus hier. Das sieht doch schon so aus, als könnte man hier wohnen. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Treppe. Aber dazu brauchen wir erst da oben den Metallboden, sonst geht das nicht. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Ich setze den mal dahin. Und dann nehmen wir uns die schöne Holztreppe hier. Dann haben wir natürlich da ein Fenster davor. Weg und das nochmal weg und machen das Fenster hier hin und machen die Wand dafür hier hin. So, guck mal, und schon kann man hier hochgehen. Cool. Klappert ein bisschen, aber funktioniert. Finde ich erstmal gar nicht so schlecht.
So, nehmen wir noch so Metallboden, kloppen den da in die Ecke rein. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier einen Boden hinmache, müsste noch, ja, müsste gehen, ne? So, kann man noch rein und rund, raus und rein gehen. Ja, sehr gut. Wunderbar. Bleibt halt die Frage, was macht man hier mit den Pfeilern? Das Schöne ist, man hat halt hier so dann natürlich die Möglichkeit, schnell sich hier durch die Etage zu bewegen, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Vor allen Dingen haben wir da jetzt mal ein ordentliches Dach über dem Kopf. Das ist schon mal sehr viel wert. Machen wir hier noch zwei, drei Holz rein. So, dann müssen wir mal Wasser trinken. Und nehmen uns mal hier so einen leckeren Fisch raus. Oder zwei. Machen Essen hinzu. So, und dann gehen wir mal raus. Hier an unsere Pflanzbeete gucken. Da haben wir jetzt so einen Busch eingepflanzt. Was haben wir denn hier? Was ist denn das da? Baumwolle. Ach, wir haben Baumwollsamen gehabt. Baumwolle. Okay. Anpflanzen. Kann nichts anpflanzen. Das ist ja schade. So, den hauen wir uns mal rein. Ich dachte, ich könnte jetzt da schön die Baumwolle anpflanzen. Schade, schade, schade. Wo ist denn meine Wurmfarm? Da unten. Tja, da müssen wir uns was anderes nehmen zum Pflanzen, wa? Ach, das sind gar keine Kaffeesamen. Das sind Baumwollsamen. Die sehen aus wie Kaffeesamen. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte Kaffee gepflanzt. Ich dachte schon, wo kommt die Baumwolle her? So, und dann lassen wir hier das Ding hier. Das lassen wir mal... Das lassen wir jetzt einfach mal wachsen. Wir bräuchten auf jeden Fall mehr von den Pflanzbeeten. Was brauche ich für die Pflanzbeete? Stoff und Holz. Nicht dein Ernst. Warte, ich muss erst einen Fisch essen. Der Feind kommt zu deiner Basis. Um die Uhrzeit. Können wir nicht einfach pennen gehen? Frag für einen Freund. Okay, geschlafen haben wir, aber die Feinde sind trotzdem hier. Oder kommen wohl noch. Wo sind sie denn? Ah, da hinten. Na, warte mal. Ich gehe mal hoch aufs Dach. Nicht einfach runterspringen. Der Rest vom Schützenfest. Eigentlich war doch noch einer hier bei meiner Base.
Siehste. Da hinten. Karlchen hat fleißig mitgekämpft. Eieieiei. Schlechten Tag erwischt, wa? So, guck mal, da sind noch neue Büsche gewachsen. Na, dann lassen wir die einfach mal da rumwachsen, die Büsche. Ach, da steht auch dran, wie lang das... Ah, 8 Minuten 35. Ah ja. So, hier war noch irgendwo was. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Gut möglich, dass ich mich gerade verguckt habe. Ich dachte, hier hätte noch was gelegen. So, sehr gut. Angriff erfolgreich abgewehrt. Eigentlich wollte ich gerade gemütlich Pflanzbeete bauen. Stattdessen lege ich jetzt Karlchen hier drauf. So, trinkt man noch was? Dann holen wir uns unseren Eimer. Der Molotow-Cocktail muss sowieso weg. Da. Stille füllen hier. Ich finde das gut, dass er so hoch springen kann. Also wenn wir nochmal irgendwann, wenn wir nochmal irgendwie umziehen oder eine neue Base bauen sollten... Ich verspreche euch, wir werden die Distille sofort direkt am Wasser bauen. So. Okay. Essen nehmen. Dann essen wir mal Karlchen weg. Dann kann der Eimer erstmal wieder hier rein. Ah ne, der Eimer war immer hier beim Essen. Ne? So. Und dann wollten wir Pflanzbeete bauen. Ich würde vielleicht dazu tendieren, also hier oben würde ich mir so eine kleine Schnuckelbude bauen. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir brauchen. Das ist das Schwierige daran. Und ich würde sagen, wir machen uns hier Pflanzbeete hin. Hier oben drauf. Vielleicht mit ein bisschen Abstand. Okay, der Abstand ist ein bisschen schwierig hier, weil er da so durch... Blubbt. Was fehlt uns? Holz. Oh, das ganze Holz schon verbaselt. Echt jetzt? Noch 20 Holz drauf auf so ein doofes Beet, ne? Das ist echt viel. So, dann nehmen wir mal hier die Baumsamen und schmeißen die da rein. Dann gucken wir mal, ob da Bäume wachsen. Weg. Holz behalten wir einfach mal in der Tasche.
Hier ist noch so ein Ding. Das ist die Frage. Lohnt sich das, so ein Ding hier schon zu bauen? Für Unterwasserpflanzen? Eigentlich wollte ich mir ja mal hier die Dings bauen, ne? Diese... Wo ist denn das Teil? Hier die Luftfüllstation. Gummi brauchen wir dafür. Gummi, Komponenten und Eisen. Komponenten haben wir da, Eisen auch. Gummi wird schwierig vielleicht, ne? Viermal Gummi. Oh. Okay. So, sehr gut. Jetzt können wir uns eine Luftfüllstation bauen. Okay, die hat die Form. Und die Reparaturwerkbank. Die ist etwas kleiner. Forschungstisch. Das Lagerfeuer hier würde ich gerne hier wegmachen. Ich glaube, das stelle ich mir hier in die Mitte rein oder so irgendwie. Könnte man sogar noch hier zwischen platschen. Aber ich glaube, ich stelle die mal hier hin. Wir stellen sie einfach mal so hier dran. So, was kann man denn hier machen? Reparieren. Ach so, warte mal, wenn ich jetzt den Bogen nehme und hier sage... Wie geht denn das? Aber wir haben doch hier ein Item, was kaputt ist. Wenn ich hier auf F drücke, passiert nichts. Ich kann hier F drücken, so viel ich will. Muss ich das Item in der Hand haben? Nee. Ein bisschen schwierig. Es reparieren. Aber wie repariere ich das? Also ich dachte eigentlich, ich gehe hier dran, klicke F und dann muss ich irgendwo was reinlegen oder so. Aber hier geht irgendwie nichts. Schade. Muss ich mir mal anschauen. Kriege ich schon irgendwie raus. So. Wo ist denn diese komische Luftfüllstation? Achso, da, genau. Dann machen wir uns die hier neben oder so. Atemluftflasche einsetzen. F gedrückt halten zum Betrieb. Atemluftflasche. Handgefertigter Lufttank. Jetzt brauchen wir 3 Gummi. Nein. Nicht dein Ernst. Naja, gut. Dann gehen wir halt ein bisschen basteln. Was soll der Geiz, ne? So. Und dann machen wir das hier. Ich überlege gerade, ob wir das hier vielleicht so machen, dass wir sagen, wir machen hier einen Raum hier drüber. Nee, komm, ich mache erstmal Außenwände. Ich mache erstmal einfach Außenwände. Ein Balkon wäre halt auch geil. Ein Balkon wäre halt mal so richtig geil. Da gibt es ja auch metallisches Dach in L-Form und sowas. Das ist schon cool. Das Problem ist halt, man weiß halt nicht so genau,
Wie viel Platz brauche ich hier später drin? Also ich wollte hier oben eigentlich nur so Wohnraum hinmachen, ne? Sonst müsste hier theoretisch dann wieder ein Fenster und dann kommt wieder eine Wand. Also kommt hier die Wand hin. Und hier kommt wieder ein Fenster. Dann ist das schon mal so gleich. Und hier hätte ich gerne überall die Pflanzbeete. Wenn ich jetzt hier eine Wand habe, kann ich noch hier durchgehen. Dann habe ich hier wie so einen Balkon geschaffen. Das heißt, wir könnten sagen, wir machen uns hier irgendwie eine Tür hin. So. Dann kann ich immer noch hier durchgehen. Und dann machen wir uns hier wieder eine Wand. Und hier machen wir uns auch eine Wand. Und hier auch. Und dann machen wir mal hier nochmal ein Fenster. Türen rein. Gut. Und jetzt könnte man sagen, man setzt hier innen drin noch Wände. Das heißt, man käme hier hoch, man hat dann hier so. Das heißt, hier müssen auf jeden Fall Wände hin. Hier muss eine Wand hin. Dann hast du hier so ein Zimmerchen. Achso, eine Tür brauchen wir noch, ne? Haha. Das heißt eine Tür, wir brauchen einen Durchgang. So. Wände. Eine Wand, hier eine Wand, hier eine Tür. Ach so, Moment. Wenn ich das jetzt hier, ich glaube, ich lasse den Raum groß, weil wenn ich das hier trenne, dann hat der Raum hier keine Fenster. Das wäre doof, dann müsste ich jetzt extra nochmal eine Wand wegreißen. So. Muss halt hier die Tür zumachen, wenn man hier rüber will. So, und jetzt bräuchte man hier noch irgendwie eine Absturzsicherung. Also irgendwie so eine halbe Wand. Hier sowas. Metall-Halbwand. Oh, die ist aber hoch. Gibt so eine Viertelwand. Metall-Halbwand 45. Oder ein Zaun. Zaun gibt es nicht. Einfacher Schrank, kleine Bank. Ah ja, okay, cool. Werkzeugkasten, Metalltonne, Kühlschrank, Holzregale, Metallregale. Ah doch. Hier haben wir Metalltor, Barrikade. So. Sieht jetzt nicht perfekt aus, aber ist wenigstens nicht so hoch. Gut, ich hätte die. Es ist halt krass, dass der auf die Beete einfach so drauf gehen kann, wenn ich hier so laufe. Ne? Guck mal, ich kann da einfach so drauf latschen, ohne zu springen. Ne? Der glitscht dann da hoch.
Das ist halt heftig, ne? Da bist du halt super schnell, wenn du hier am Kämpfen bist und einmal nicht aufpasst, dann gehst du einmal einen Schritt vor, zack, dann bist du hier hochgegangen, ohne dass du springst. Naja, gut. So, machen wir die Tür wieder zu. Beobachten hier weiter unser Buschverhalten, sag ich mal, ne? Aber dann haben wir in der Folge hier haben wir jetzt richtig viel geschafft. Fehlen halt auch ein paar Lampen. Und ein bisschen schöner müsste es auch noch werden. Das hat halt ein bisschen, na sagen wir mal, es wirkt etwas kühl. Wellblech-Optik. So, okay. Machen wir hier die Tür zu. Gehen nochmal hier an unseren Wassernapf. Der ist schon wieder leer, das gibt's ja wohl nicht. So, wir müssen uns einen neuen Marlin fangen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen uns einen neuen Marlin fangen gehen. Was kann man denn hier noch Leckeres? Kräutermedizin. Ah, Ausdauermix. Erdbeeren und Pilze. Ah. Ein beliebtes lokales Freizeitessen an den Grenzmeeren vereinen sich zu einem wunderbaren Geschmack, der dem Esser in kürzester Zeit erfrischt und fit macht. Bei der Anwendung erhöht sich vorübergehend die Erholungsrate der Ausdauer für eine bestimmte Zeitspanne. Ah ja, okay, gut. So, dann machen wir den Ausdauermix da rein. Holen uns hier einen Fisch vom Grill. Den können wir auch direkt essen, die Erdbeeren noch da rein. Und dann müssen wir am nächsten Tag auf jeden Fall Gummi besorgen. Ach hier, sind noch Seile. Warte mal, ich wollte doch noch was bauen. Was haben wir denn hier? Eingebauter, gezogener Lauf. Handgefertigter Luft. Ach, da fehlt uns der Gummi für. Da fehlt uns der Gummi für. Wozu wollte ich denn die Seile haben? Für die Angelrute? 12-mal Holz und 8-mal Dingsbums. Wir haben noch 3-mal Holz hier. Okay, das war's dann auch schon. Na gut. So, die Pilze noch weg. Und dann gehen wir ins Bett. Schlafen eine Runde. Hier machen wir noch Holz rein. Erforderlich Holzplanke. So, und da wird geschlafen und am nächsten Tag gucken wir, dass wir Holz bekommen und dann machen wir uns mal eine Angel und dann probieren wir mal, wie gut das hier mit dem Angeln klappt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge, kleine Angelrunde von der Veranda aus. Bin gespannt. Macht's gut, bis denn. Tschüss.